Vampir, dachte ich mir. Ja, der Türrahmen war im Weg. Ein Vampir! Ihr habt Magie widerstanden, das finde ich schön. Okay, du willst in den Nahkampf? Das kannst du haben. Ich werde dich sehr schnell töten. Ich habe ihn so schnell getötet, ich bin nicht mal mit meiner Drohung fertig geworden. Gewöhnlicher Ring, Vampirstaub, gewöhnliche Hose, Netzsteder, was ist mit euch? Okay. Laterne. Was sind wir denn hier? Last brauche ich nicht. Wieso man so etwas trinken sollte? Oder wolle? Keine Ahnung. Schloss 10. Da ist mein Dietrich. Nein, das ist das Falsche. Das hier. Das vermutlich auch ein Vampir. Das sind jetzt vermutlich mehrere Vampire. Bei Zauber hat kein Ziel gefunden, wird. Da töten wir ihn einfach. Hat Vampire. Das ist, glaube ich. Und mal, das hier ist ein. Sieht nach einem Bretonen oder Kaiserlichen aus. Boah, seht ihr das vampirische Gesicht? Voll geil. Das ist ein Nekeshit und das ist ein Dunkelelf. Okay. Ach, das war der. Verdammt. Verdammt, die Vampire sehen beide so gleich aus. Ah, jetzt. Keramikschale hat er da dabei. Naja, machen wir mal ein bisschen Wohltat. Und schon haben wir wieder volles Leben. Ja, das war's. Habe ich mir nicht den Bogen gerade ausgerüstet? Na egal. Das ist eine Rotwardonin, würde ich behaupten. Tontopf. Und das war's auch schon. Winder, der Vampirschlechter. Chitindolch. Eine Kiste mit gewöhnlicher Ring und vemerische Unglücksklinge. Lähmung für 10 Sekunden. Oh, nicht schlecht. Okay, das war's. Dann gehen wir... Ah, jetzt ist das auch aus. Dann haben wir jetzt keine Leuchtmittel mehr dabei. Dann lassen wir es auch sein. So. Und jetzt suchen wir die nächste Ahnengruft in der Hoffnung, dass es dieses Mal die richtige ist. Oh, es ist Tag. Ich möchte aber mal speichern. Plötzlich sieht man noch viel weiter. Wird es doch wohl hoffentlich irgendwo eine passende Ahnengruft geben. Also die richtige, die wir suchen. Treffer. Ich dachte, ich hätte drüber geschossen. Ah, jetzt geht er runter. Stirb. Geht doch.
Und mein Stabpfeil. Ich glaube, je höher wir Schütze geskillt haben, desto öfter kriegen wir Pfeile zurück. Das finde ich richtig toll. Ob hier irgendwo eine Ahnengruft ist? Ich glaube nicht. Ja. Oh, jetzt muss ich das Wasser. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Liebe Schlangenkrabben, die sind so einfach zu töten. Da kann man gut üben. Mit dem Pfeil schießen. Und man muss auch nicht extra zurückgehen oder so. Ich habe jetzt eine Ruine gefunden. Okay, hier ist ein kleiner Teich. Ich habe hier eine Daedra-Ruine, soll das, glaube ich, sein, gefunden. Ich habe schon zwei Ahnengruften, eine Daedra-Ruine gefunden, aber nicht die Ahnengruft, die ich brauche. Ein Elite! Okay. Du stirbst. Erkrankter Elite. Die Daedra-Ruine geben wir aber zwar nicht, das ist noch ein Elite. Nein, ausgewichen. Das ist ein Pestkranker. Okay, du wolltest es so. Ein Pestkranker, das ist unser erster Pestkranker. So, hat eine Elite, hat aber nur unten einen Stahlpfeil. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah ja. Das ist noch, da hinten ist noch eine! Ach komm, den töten wir jetzt so. Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin. Da hinten! Und die ist nicht nur eine Daedra-Ruine, die ist auch irgendwie ein Lager. Komm her. Erkrankter Klippenläufer. Was für einen Erkrankten können wir schon mit einem Schlag töten? Toll. Kann ja, was kann ich für euch tun? Okay. Cool. Aber das lassen wir. Für heute zumindest. Bitte lass es die richtige sein. Redas? Wie viele Ahnengrufte gibt es doch? Das ist schon die dritte und wir suchen nach einer vierten? Ein Eisatrona. Was? Das ist ein Mistviech von Fliege hier in meinem Zimmer. Naja. Ein Eisatrona. Töten wir ihn. Reichen auf 59 und ein Daedros. Kann ich die beide gleichzeitig töten? Ich weiß nicht. Der Daedros hat uns gesehen. Mit etwas Glück kann ich weit genug weggehen,
So, dass uns... Pech gehabt. Ich heile mich erst. Der hat uns nicht gesehen, wir haben den einfach töten können. Und der andere hat einfach zugesehen. Hat ihn nicht interessiert. Wieso hat der nur noch halbes Leben? Ach, der Dedros hat ihn wahrscheinlich getroffen. Geil! Hat ihn der Dedros getroffen? Ha! Könnte ich hier rasten? Nein, kann ich nicht. Machen wir erstmal den Raum hier. Kochwurzel, schön. Skattel. Drei verschiedene Sachen. Skattel. Hexeblatt. Was machen wir hier? Kreatur besänftigen. Infravision. Ja, das können wir eigentlich gleich benutzen. Blitzresistenz, Lähmung und Seelenfalle, Blitzschild. So, wo ist denn die Infravision? Skattel und Hexeblatt. Was ist denn der drauf? Kritischer Treffer? Aber er hat weder den Seeleffekt darauf noch Schaden genommen. Aber es war ein kritischer Treffer. Langwaffe von 81! Und ein Daedra-Herz. Schrein des Tribunals. Ja. Gnade der Fürstin. Sotasil Seele und Vivex Geheimnis. Redas Gewand der Taten. Feder auf sich selbst und Bewusstsein entdecken. Dauerhafte Wirkung? Dauerhafte Wirkung! Ja, geil. Ja, das funktioniert echt. Geil, das ist mein Lieblingsgewand. Feder 50. Oh, wow. Bewusstsein entdecken 25 Punkte. Den habe ich aber nicht entdecken können. Vielleicht hat er kein Bewusstsein. Ich hab dich. Was machen eigentlich Daedra hier in der Ahnengruft? Die kommen wahrscheinlich von der Daedra-Ruine drüben und haben sie eingenommen. Daedrisches Claymore. Geil. Hammer. Das müsste ich eigentlich fast mitnehmen. Wie viel? 81 Kilo? Das geht sogar! So. Mitnehmen. Das ist eine Truhe. 74 Draken. Das sind nochmal zwei Schreine. Schrein des Tribunals. Schrein des Tribunals. Okay, da ist nichts. Da auch nicht. Dann nochmal kurz Luft holen und dann hier durch. So, ich weiß nicht, ob du ein Dremora oder ein Dremora-Fürst bist, aber ein Dremora-Fürst. Gut, verdammt.
Oh, Hilfe! Hilf mir! Ich glaube, ich habe gerade mein eigenes Skelett. Mit der Rüstung erhöht! So. Das ist, glaube ich, nur ein Dremora, kann das sein? Das ist nur ein Dremora. Seele gefangen! Der Dremora bleibt liegen, aber der Dremora-Fürst zerfällt zu Staub? Dädrische Keule! Die müsste man eigentlich auch mitnehmen. 36. Oh Mann! Die habe ich ja noch nicht. Kiste, 77 Draken. Redas Streitaxt. Puh, die müsste ich eigentlich auch mitnehmen. Und hier geht es auch nicht mehr weiter. Ach, ich hätte noch mal kurz. Na egal. So, Bohlenfederring. Der hatte Zwerg. Wir nehmen Dedra mit. Und dann machen wir jetzt Rückkehr. Ich nehme. Wir suchen die Ahnengruft beim nächsten Mal weiter. Ich nehme jetzt auch schon seit fast 3 Stunden wieder auf. Ich werde das auch aufhören jetzt dann. Grüße an meinen Freund. Aber Moment mal, das hatte ich ja alles da links. Genau. Ist zwar schade, dass wir es jetzt doch nicht gefunden haben, aber hey, wir haben 3 Ahnengruften gefunden und es waren jedes Mal die falsche. Eigentlich schon fast deprimierend, aber wie viele Tote haben wir eigentlich hier? Naja. Beim nächsten Mal finden wir sicher die richtige, hoffe ich zumindest. Ich grüße. So, dann haben wir ein paar Seelensteine. Willkommen. Wir haben sehr viele Seelensteine. Skelettfürst, Letschkuh, Skelettfürst, Eisatronach, Dremora, Klippenläufer, erkrankter Alit, pestkranker Alit. Ja, dann, was haben wir noch? Zum Ablegen erstmal nichts. Hier. Die dädrische Keule habe ich mal hier drauf, genauso wie das dädrische Claymore. Oh, geil. Wie lang das ist. Hammer. Naja. Plötzlich wiegen wir nur noch 247. Die Axt, Redas Streitaxt. Die verstecken wir da hinten. Ja, das dachte ich mir fast. Ja, aber da ist sie gut versteckt. So, 233 nur noch. Na gut, aber ich möchte jetzt auch noch ein paar Pfeile wieder mitnehmen. Stahlpfeile, das sind auch nur noch 3. Stahlpfeile 68. Legen wir 42 ab. So, haben wir 100. Und ich brauche, was ich brauche, neue Seelensteine. Da haben wir jetzt alle. Da legen wir 39 wieder ab. Und da legen wir einen wieder ab. Grüße an meinen Freund. So, und dann wollte ich noch irgendwas machen. Ach genau, Lampen. Hier, die hier zum Beispiel. Und dann nochmal. Das sind 3 an sich schon. Dann legen wir die wieder ab.
Nehmen wir die drei Kerzen mit. Das sind unsere neuen Leuchtmittel fürs nächste Mal. Und dann rasten kann ich im Balmora. 244 nur noch. Voll geil. Und wir haben immer noch den Dolenfederring, notfalls auch noch. Und Orkstärke. Hammer. Habe ich überhaupt genügend Mana? Ja, einmal kann ich es versuchen. Einmal. Außer es ist wieder 7,9 oder sowas. Hallo, es ist ein Mana. Nein, es geht. Super. Und jetzt haben wir 0 Mana. Naja. Also heute hatten wir wieder mal ein paar Abenteuer. Finde ich schön. Hat mir sehr gefallen. Beim nächsten Mal machen wir... Ja, okay, beim nächsten Mal werden wir wieder Alchemie machen. Und wieder Beschwörung bei Ajira skillen. Und ich weiß nicht, was wir sonst noch machen. Die Pfeile hier nehmen wir mit. Und dann, ich glaube, nehme ich erst die Sachen mit oder die Bücher. Oder die Erlasse? Vielleicht nehme ich auch erst die Erlasse mit. Keine Ahnung. Die Lasse, ich glaube, ich könnte die Erlasse und die Bücher mitnehmen. So viel, wie wir jetzt mitnehmen können. Kann ich wahrscheinlich das restliche Zimmer mitnehmen. Naja. Speichern wir. Winder, okay, ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Leute!